Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Und ja, heute Nordmazedonien gegen die Niederlande. Da bin ich echt gespannt, ob Niederlande den dritten Sieg hier nimmt in dieser EM. Haben wir schon zwei Spiele gewonnen. Dann würde ich sagen, wir starten auch gleich in die erste Halbzeit. Stickertüten zur Seite und auf geht's. So. Also ich bin gespannt. Also ich denke, dass die Niederlande wieder gewinnen wird. Ich schätze mal auf ein. Was schätze ich denn? Ein 0 zu 3 für die Niederlande natürlich. So, hier haben wir Dänemark. Haben wir hier die Deutschen mit Draxler und Can. Dann haben wir hier die Kroaten mit Perisic. Dann haben wir hier Tschechien mit Žužek oder Žužek. Haben wir England mit Pickford. Und das erste Tütchen hat hier nichts gebracht. Wir kommen direkt zum zweiten Tütchen. Und zum Ende der ersten Halbzeit. So, Müll. So, hier haben wir Schottland Jubelsticker. Haben wir hier Deutschland Jubelsticker. Dann haben wir hier die Franzosen mit Pogba und Sissoko. Dann haben wir hier die Slowakei. Eieiei. Nochmal Slowakei. Okay, erste Halbzeit bleibt torlos. So, torlose erste Halbzeit. Ich hoffe, dass in der zweiten Halbzeit mehr passiert. Wäre ein bisschen schade, dass hier dann keine Tore fallen würden. Nicht wie im ersten Orakel. Es wäre ein bisschen bitter. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt in die zweite Halbzeit. Und los geht's. So. Bin ich mal gespannt jetzt, ob hier jetzt Niederländer oder ein Nordmazedonier drin ist. So, raus mit euch. Zack. So, wir haben hier Portugal mit Fernandes. Haben wir hier nochmal Portugal mit Jota und Neves. Haben wir Wales mit Ward. Dänemark mit Wind, die Schweiz mit Ampadu und das ist das Stickertütchen, wo alles entscheiden kann. So, wir haben hier die Ukraine, dann haben wir hier Italien mit Barella und Florenzi, dann haben wir hier Wales mit Ben Davies und Hennessy. Haben wir hier die Slowakei mit Mack. Dänemark mit Matthias Jensen. Und das war's. Schon wieder keine Tore. Ja. Ende des Orakels. Keine Tore. Das heißt, es würde einen Unentschieden wahrscheinlich geben. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was euer Tipp wäre. Ich glaube nicht, dass es einen Unentschieden gibt. Ich denke eher, dass die Niederländer gewinnen. Ja, dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.